Wir haben 50 Jahre Frauenstimmrecht. Was bedeutet das für euch? Das bedeutet 50 Jahre auch Demokratie. Weil Frauenstimmrecht, das ist ein Gewinn für die Demokratie. Das heisst nicht nur ein Gewinn, es ist Gerechtigkeit. Es ist ein Demokratiezuwachs für unser Baselbiet. Eigentlich wirklich ein ganz wichtiger Festtag, der uns aber auch zeigt, wir dürfen nicht nur zurückschauen, sondern wir müssen vor allem auch vorwärts schauen. Und wir haben noch einen Haufen Arbeit zum Thema Gleichstellung vor uns. Jetzt für mich als 80er, wie war es denn, als wir noch kein Stimmrecht hatten? Also das kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich bin dann 60 gewesen. Ich habe meine Mutter gefragt, sie hat sich gar nicht so erinnern. Ich glaube, auf dem Land, das war gar nicht so ein Thema gewesen. Aber ich bin die erste Generation gewesen, die mit dem Stimmrecht aufgewachsen ist, wo es eben schon etwas Selbstverständliches gewesen ist und die hat können profitieren von all diesen Frauen und auch Männern, die wirklich jahrhundertelang, das muss man sagen, gekämpft haben für die gleichen Rechte, für das Wahlrecht, das Wahl- und Stimmrecht auch von den Frauen. Und es ist auch eine unglaubliche Dankbarkeit. Jetzt hat es gerade selber gesagt, sagen wir zwei Generationen vor mir oder euch oder vor euch eine Generation hat müssen für das kämpfen. Wie steht es heute um den Feminismus? Also wir sind noch überhaupt nicht dort, wo wir eigentlich sollten sein, nämlich bei der tatsächlichen Gleichstellung. Ich denke, die eben Generation, wenn wir jetzt 50 Jahre zurückschauen, haben wir es geschafft, dass wir in der Bundesverfassung die Gleichstellung haben zwischen Mann und Frau. Auch die Lohngleichheit ist ja eigentlich in der Bundesverfassung. Wir haben alle eigentlich Gesetze anpassen. Aber wir stellen heute fest, dass die tatsächliche Gleichstellung, also wirklich die Teilhabe, die gleiche Teilhabe in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, nicht da ist. Und das ist echt die Aufgabe von den Männern und Frauen, heute gemeinsam die Gesellschaft gerechter zu machen und sie durch das auch zukunftsfähig machen. Das muss ich ganz klar sagen, weil ich denke, das ganze Potenzial der Frauen in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Politik einzubringen, das brauchen wir dringend, um die Probleme, die sich auch für die Zukunft stellen, gemeinsam zu lösen. Du hast es gesagt, es braucht Frauen wie auch Männer, die sich stark machen. Man hat gemerkt, jetzt die letzten 50 Jahre, es passiert ja nichts. Wir sind immer noch an einem Punkt, wo wir weniger verdienen als die Männer. Man hat jetzt eine Frauenquote Leid durchgebracht. Was muss jetzt auf Ebene Politik passieren? Wo soll es jetzt vorwärts gehen? Also mal, sie hat es gesagt, wir haben jetzt mit einem Geschlechterrichtwert, wie es nennt, einmal wenigstens kann man sagen, einen kleinen Anschub geben der Wirtschaft, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen brauchen. Die brauchen wir dort, weil wir wissen heute, dass Teams, wo eben beide Geschlechter zusammengesetzt sind, dass sie einfach schlicht besser sind, dass sie zukunftsfähiger auch entscheiden. Und wir brauchen die Lohngleichheit dringend, weil das Geld, das den Frauen verloren geht, indem sie gleich viel arbeiten, aber weniger verdienen. Das fehlt ja nicht nur ihnen, das fehlt in der Haushaltskasse, das fehlt nachher im Rentensystem. Also dort sind noch wichtige Entscheidungen in der Politik. Und darüber hinaus haben wir immer noch die Thematik von Gewalt. Gewalt in der Ehe zum Beispiel, also in den privaten Beziehungen, ist immer noch fast jede zweite Woche, wo eine Frau, muss sich das vorstellen, in der Schweiz stirbt, das heisst umgebracht wird im persönlichen Beziehung. Netz vom Partner. Und ich denke, da merkt man einfach, dass wir mit dem patriarchalen Gedanken, respektive der patriarchalen Gesellschaft in den Frauen und bei den Männern in unseren Köpfen noch fest ist. Und bei diesen Rollenklischees, da müssen wir ansetzen, weil ich denke, was wir müssen haben, und das ist schon vor 50, vor 100, vor 200 Jahren, haben Frauen nach Freiheit. Und Freiheit ist echt das, was ich auch heute möchte, jungen Frauen sagen. Nehmt eure Freiheit, seid stolz darauf und macht wirklich alles mit einem Stolz, den ihr möchtet machen und nicht euch alle anderen sagen. Vielleicht für schnell auf die Frauenquote noch zurückzugehen auf politischer Ebene. Lenkt euch das? Es ist ein Anfang, die Richtwerte. Und es ist vor allem sehr wichtig, dass man einen Anfang macht, um auch den Unternehmen
und eben dieser Skepsis zu begegnen, dass es nicht geht, dass es Probleme gibt, dass man ja könnte eine Quotenfrau sein, was natürlich ein Blödsinn ist, weil in der Schweiz leben wir eigentlich mit so Richtwert. Wir haben sie auch in der Landesregierung, mit einem Designer zum Beispiel. Also ich denke, es ist ein Anfang und es muss ganz klar weitergehen. Halbe-halbe in allen Bereichen, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, das muss das Ziel sein. Vorher hat er angesprochen, dass Freiheit, was muss vielleicht für das Denken zu durchbrechen, jetzt im Alltag, in der Gesellschaft, was muss da passieren, was funktioniert wirklich ja nicht, oder? Sonst wären wir ja nicht an diesem Punkt. Wir sind eigentlich an einem Punkt, okay, wir feiern 50 Jahre Stimmrecht für Frauen, aber sind eigentlich gleich noch fast ein bisschen sehr patriarchalisch unterwegs. Das sind wir ja. Ich denke, es ist auch schwierig, natürlich 2.000-3.000 Jahre patriarchale Gesellschaft hinter sich zu lassen. Das ist eine Anstrengung. Und ich denke, die Anstrengung und die Arbeit, die müssen eben Frauen und Männer machen. Und ich bin recht positiv, wenn ich natürlich auch junge Männer, junge Frauen sehe, die auch gemeinsam sich bewusst sind, dass ja beide profitieren, wenn man eben teilt, wenn man die Verantwortung teilt, wenn man zusammen Lösungen sucht. Und von dem her, ja, es muss viel passieren, vor allem natürlich fällt das ganz klar in der Erziehung an. Die Rollenklischees müssen weg. Die Freiheit, vielleicht wenn ich nochmal von der Freiheit rede, von der Persönlichkeit, wo Frau oder Mann Rollenklischees immer die Freiheit beschränken. Aber auch die Persönlichkeit sein mit dem grossen Potenzial, das man hat, dann auch den Beruf zu wählen nach diesem Potenzial, nicht nach dem Geschlecht. Und dann eben auch angestellt werden nach der Leistung und nach dem Potenzial, das man hat und nicht nach dem Geschlecht. Selber den Beruf auswählen, nicht nach einem Rollenklischee. Ich denke, das sind Aufgaben, die wir alle gemeinsam machen können. Und das müssen wir jeden Tag, jeder in seinem Umfeld und jeden auch. Jetzt heute gibt es speziell an diesem Anlass, sind viele, vor allem junge Frauen da. Was habt ihr Hoffnung in die neue Generation? Ja, auf alle Fälle. Also ich habe nicht nur Hoffnung, ich bin auch überzeugt, dass die jungen Frauen und die jungen Männer das zusammen werden packen. Und ich freue mich darauf. Ich habe vorher den Vaterschaftsurlaub nicht angesprochen. Das ist natürlich ganz eine wichtige Forderung, auch politisch, wo ältere Zeiten müsste heissen, weil eigentlich braucht man die Zeit als Eltern für seine Kinder. Und das ist auch, wenn ich noch das darf sagen, politisch, also die Familienpolitik in der Schweiz muss sich wirklich grundlegend ändern. Da muss die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ältere Zeit, da sind wir im europäischen Vergleich wirklich hinten. Und da müssen wir jetzt zusammen, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, muss da wirklich vorwärts machen, damit wir wirklich im 21. Jahrhundert ankommen. Jetzt gibt so ein Quote von euch als Grüne ist wie noch selbstverständlich, aber von rechter, bürgerlicher Seite gehört man eher immer, wir brauchen keine Quote, das funktioniert alleine, wir haben das nicht nötig. Was sagt ihr da dazu? Also wichtig ist, da kommen wir vielleicht zur nächsten Forderung, wichtig ist, dass wir auch in der Politik, auch gerade bei bürgerlichen Parteien, mehr Frauen in der Politik sind. Weil wir haben ja die Problematik, dass auch im Parlament, wir haben im Nationalrat 32% Frauen, aber das sind vor allem links-grün-Mitte und es fehlen uns die bürgerlichen Frauen. Und ich denke, das ist wichtig, dass eben quasi die Männerparteien, dass die auch halt die anderen Stimmen hören, andere Erfahrungen eingebracht werden, andere Themen, eben Gesellschaftsthemen, Themen, wo Bedürfnisse der Frauen auch mal ernst genommen werden. Und ich glaube, das schaffen wir nur, wenn wir wirklich überall mehr Frauen sind, vor allem eben auch in der Politik, wo dann die wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass als Frau zum Beispiel bei der SVP es noch schwieriger ist, weil sie jetzt zu denken eher konservativ ist bei so einer Partei. Gut, das müssen Sie jetzt die Frauen von der SVP fragen, für die möchte ich jetzt nicht antworten. Ich denke, wichtig ist eben, wie gesagt, es braucht überall die Vielfalt, in jeder Partei, so wie auch eigentlich in jeder Organisation, egal wo. Weil nochmal gesagt, es ist eigentlich schade, wenn man das Potenzial nicht von allen tut, eigentlich einsetzen, für die Aufgaben zu lösen und die Aufgaben zu erfüllen, die wir als Gesellschaft eine Verantwortung haben. Und darum kann ich nur sagen, es ist eigentlich ein Gewinn für alle. Und ich tue gerne, wo ich kann, eigentlich eben Frauen und auch Männer ermutigen, in
die Schritte zu machen, eben in Zukunft, ins 21. Jahrhundert, wie es uns eigentlich nur so gelingt, gemeinsam die Probleme zu lösen. Liegt euch sonst noch, vielleicht auch gerade als Co-Präsidentin von einer Frauen-Doch-Organisation am Herzen, um jetzt hier zu sagen? Mhm. Genau, Dankeschön. Von Allianz F als Co-Präsidentin, ich habe es schon angetönt, wir werden ein Projekt starten, jetzt eineinhalb Jahre vor den nationalen Wahlen, vor den Wahlen 19, um wirklich mehr Frauen mal schon auf die Liste zu bringen, damit sie dann überhaupt eine Chance haben, gewählt zu werden. Weil wir natürlich überhaupt nicht zufrieden sind, wenn im Ständerat zum Beispiel 15% Frauen genommen sind und im Nationalrat knapp 32, weil auch dort, es gilt halbe-halbe und auch dort gilt, dass wirklich auch vorweg muss man die Arbeit eigentlich machen und da sind wir auch gut vernetzt mit einem Haufen anderen Parteien, also Frauen wie die CVP-Frauen, die FDP-Frauen, SVP-Frauen gibt es leider nicht mehr, GLP-Frauen, SP-Grüne und ich denke, da tun wir auch gemeinsam an einem Strick ziehen und das macht auch sehr Freude, zu spüren, dass das Netzwerk auch funktioniert. Dürfen Sie schon irgendwelche Details zu diesem Projekt sagen, wie das genau aussieht, was ihr vorhat? Nein, das kann ich noch nicht, weil das wirklich noch nicht lanciert ist, weil wir jetzt wirklich in der Phase sind, dass wir es dann eben präsentieren könnten.